Noch mehr Hühner? Gott, wer ist das denn? In der Tat. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Okay, aber du bist mir gegenüber im Nachteil, verwelkter Zombie-Mann. Kennen wir uns? Nein, aber ich bin ein großer Fan. Ah, mein Ruf eilt mir voraus, wie die Heuschrecken vor dem Sturm. Heuschrecken? Aber ich gebe keine Autogramme. Ein Fluch von schmerzhaften Furunkeln auf deinem linken Fuß, weil du mich entlarvt hast. Ich bin hier undercover und sammle wertvolle Informationen für die äußerst hinterhältige Captain Madison. Madison? Sehr interessant. Oh, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Tu mir einen Gefallen und behalte es für dich, verwelkter Zombie-Mann. Kein Problem. Okay. Wie kommt es, dass du für Captain Madison arbeitest? Ich dachte, du wärst dein eigener Mann, Schädel. Ich schulde ihr einen Gefallen. Das geht dich nichts an. Warum schuldest du Captain Madison einen Gefallen? Nun, ironischerweise war ich in einer Kiste eingesperrt und sie hat mich befreit. Du meinst, so wie ich es gerade getan habe? Das ist nicht das Gleiche. Was? Klar. Was genau hat Madison vor? Ich wäre in der Tat ein schlechter Spion, wenn ich dir das sagen würde. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Komm schon, sag mir, was Madison vorhat. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Verrückt. Vielleicht reicht das ja langsam. So, ich glaube, wir machen erstmal hier die Pause. Es funktioniert. Ja, super, wir sind draußen. Warum haben wir das Hühnerfutter jetzt noch? Hui. Reinschauen, hineinklettern. Gucken wir mal, aber ich glaube, durch das Bullauge werden wir auch nicht passen. Sehen. Vielleicht durch das Okular? Nee. Es geht nicht auf. Vielleicht mit dem Messer? Nee. Wir sind unter Wasser und haben nur 7 Minuten. Das ist ein großes Ruder. Alles klar. Können wir mit dem Ruder irgendwas machen? Ne. Die Größe des Ruders das bestimmen. Das ist ein großes Ruder. Zurück an die Oberfläche klettern. Okay, viel macht er hier nicht, ne? Wir haben aber auch nicht viel, was wir hier unten anwenden können. Okay, gehen wir mal an die Oberfläche. Ich denke mal, wir bekommen da noch was. Kann mir jedenfalls gut vorstellen. Hier sind wir ja durchgekommen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden. Ich kann nichts sehen. Es geht nicht auf. Okay. Kleiner Anker für ein Schiff dieser Größe. Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Können wir denn was abschneiden? Nee. Aber das Messer hat gar nicht so viel Verwendung, irgendwie habe ich das Gefühl. Bla 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 di bla 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 bla. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfisch. Bla 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 bla
Bla, bla, bla. Schaut euch das an, meine Lieben. Die einzige Karte, die den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island zeigt. Oh. Ja. Ja. Die Karte wird in meiner Kabine aufbewahrt. Niemand darf sie berühren oder in irgendeiner Weise durcheinander bringen. Bevor wir der Karte folgen können, müssen wir uns natürlich auf den Weg nach Monkey Island machen. Wie ist der Stand beim Zaubertrank? Warte, es gibt einen Zaubertrank? Erinnerst du dich nicht mehr an meine andere Geschichte? Um nach Monkey Island zu gelangen, muss man einen besonderen Trank brauen. Oh. Aber du und LeChuck, ihr wart beide schon einmal dort. Warum konntet ihr nicht einfach dorthin segeln? So funktioniert das nicht. Man muss den Trank jedes Mal neu herstellen. Wie funktioniert der Zaubertrank? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Es ist Magie. Er hilft nur, Monkey Island zu finden. Ja, super. Das heißt, wir müssen wieder einen Zaubertrank machen. Was ist drin? Mal sehen. Da ist Tintenfischtinte und Affenblut drin. Und ein gepresster Schädel. Daran kann ich mich gut erinnern. Außerdem Zimt, Minze und Schwefel. Und einige Farb- und Konservierungsstoffe. Oh, und ein lebendes Huhn. Aber hör zu, du solltest dir darüber noch keine Gedanken machen. Warte, bis du 12 bist oder so. Also den Schädel haben wir. Das Huhn, okay, das ist tot. Affenblut haben wir nicht. Ja, okay. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Der Trank ist fast fertig, Captain. Jetzt fehlt nur noch ein plattgedrückter Schädel und wir sind bereit, ihn zu kochen. Hervorragend! Du da! Da hinten! Der Neue! Ich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Das höre ich oft. Ich habe ein Allerweltsgesicht. Ich nehme an, dass alle gleich aussehen, wenn man die Haut abzieht. Nun, egal. Geh und hol uns einen Schädel. Einen Platten. Noch Fragen? Ein Plattenschädel, okay. Warum Plattenschädel braucht man nicht fragen, weil wir wissen, es ist für einen Trank. Wo soll ich nach einem Schädel suchen? Das ist dein Problem! Ja. Kann ich mich hocharbeiten? Klar! Direkt in die Takelage, wo du die nächsten Jahre an deinen Knöcheln hängen wirst! Kapiert? Schon gut. Ja, man gewöhnt sich daran. Okay. Warum brauchen wir einen Schädel? Um den Voodoo-Trank fertigzustellen, das haben wir doch gerade besprochen. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht wissen. Okay, ich kümmere mich darum. Ein Schädel. Platt. Dann beeil dich damit. Sitzung vertagt. Super. Wir machen den Zaubertrank fertig und dann werde ich versuchen, die Karte in die Finger zu bekommen. Na, ist ein guter Plan. Einen schönen Schädel hast du da, Applebaum. Bevor du auf dumme Gedanken kommst, ich bin ein Geist. Mein Schädel funktioniert nicht. Und Putra hat schon gefragt, warum steckst du nicht deinen eigenen Kopf in den Topf und schaust, was passiert? Keine Sorge, ich habe mich nur unterhalten. Ich werde woanders einen Schädel finden. So, die Mannschaft nach Zaubertrank fragen, ist, glaube ich, unsinnig. Sieht aus, als wäre sie leer. Vielleicht können wir hier den Schädel reinpacken und dann, wenn dann der Schädel, sagen wir, wenn die Explosion kommt durch den Druck, wird der Schädel geplättet. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Konservierungs- und Farbstoffen. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Mit Flambe den Ausguck plaudern. Solltest du nicht oben im Krähennest sein und Ausschau halten? Die beste Show ist hier unten. Ich will sehen, ob du die Sache mit dem Schädel vermasselst. Kann ich im Krähennest nach einem Schädel suchen? Es gibt nichts, was du da oben brauchst. Ich muss los. Ich habe einen Job zu erledigen. Mein Beileid.
Wie nett. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Hier ist so ein Hartschädel auch. Der allererste Punkt der Sicherheitsvorkehrungen auf dem Schiff ist, Kratzbürste niemals zu streicheln. Okay. Kratzbürste, geiler Name. Da oben gibt es nichts, was du brauchst, Neuling. Dann quatsch mal nochmal mit ihm, vielleicht können wir ihn ja ablenken. Wie ist es für LeChuck zu arbeiten? Ich kann nicht klagen. Wirklich? Das steht im Mitarbeiterhandbuch. Nicht klagen. Du wirst länger leben, wenn du dir das merkst, Neuling. Irgendwelche Ideen, wo man einen Schädel finden kann? Ich bin eigentlich mehr ein Beobachter als ein Helfer. Na, okay. Haben wir eine Gewerkschaft? Du sicher nicht, Schrubbi. Irgendwelche Ideen, wo man einen Schädel finden kann? Ich bin eigentlich mehr ein Beobachter als ein Helfer. Okay, wir wissen ja, wo ein Schädel ist, ne? Das ist halt so das Problem. Aber... Ich muss los. Ich habe einen Job zu erledigen. Mein Beileid. Glühend. Das hat Spaß gemacht. Aber es wäre noch besser, wenn die Kanone mit etwas geladen wäre. Ah. Genau. Was können wir denn laden? Was haben wir denn noch irgendwie? Okay, das macht alles keinen Sinn. Vielleicht... Ich glaube nicht. Hühnerfutter? Nö, will er auch nicht reinsetzen. Okay, wir gehen erstmal ins Schiff rein. Ah, da geht's ja noch weiter. Also da findet man auch noch ein paar Dinge, die wir lösen können. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Zeit zur Wäsche waschen. Ich werde mein Hemd wahrscheinlich in ein paar Wochen waschen, wenn es anfängt, Moos anzusetzen. Ja, super. Ja, mit der Verkleidung fallen wir auch nicht auf. Moment mal. Der sieht genauso aus wie Elaines Brautschleier. Nimm mal den doch. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Dann wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Okay, also der mit Schleier nimmt er nicht. Die Kunst bewundern. Schön, eine Diashow von gruseligen Zombie-Typen. Was austauschen hier? Ne. Ja, auch nicht. Ich weiß, dass Kunst einen packen soll, aber das geht zu weit. Okay, wir haben ja im Endeffekt nicht viel, ne? Wir haben hier die Wärmespüren mit der Kerze, das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier den Schleier, den er nicht nimmt. Zwei Kunstwerke. Hier ist auch wieder die Wärmespüren wahrscheinlich. Hier ist auch wieder ein Kunstwerk. Ja, wir gehen wieder raus, weil irgendwie gab es ja nichts. Ach, das ist ja die Klappe, wo ich... Aha! Ach, jetzt schmeißt du mich wieder rein, oder was? Oh, blöd, Mann. Komm schon, sag mir, was Madison vorhat. Du erniedrigst uns beide durch deine Frage. Lass es gut sein. Okay, dann nehme ich dich jetzt. Hey Murray, warum kommst du nicht mit mir? Ich kann dir das Schiff zeigen. Nein. Wie nein? Hey,
Das ist ein ekelhaft schmieriges Bullauge. Okay, aber kann er... Doch. Er fliegt wieder, sehr gut. Dann gehen wir mal die Reling hoch. Gucken wir mal, ob wir den Schädel in die Kanone kriegen. Wirf den einfach rein. Hey, der Schädel ist nicht platt. Ja. Hat er recht. Ich könnte den ja von oben runterfallen lassen. Tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe. Ist schon okay. Ich weiß, dass du unter Druck stehst. Können wir dann vielleicht den Schädel austauschen? Ich habe einen Schädel für den Zaubertrank. Toll! Ich habe einen Schädel für den Zaubertrank. Das freut mich für dich. Das ist nicht besonders hilfreich irgendwie. Ah, warte mal, da war doch unten dieses, wo man die Wäsche waschen kann, ne? Ja, wir gehen mal runter. Vielleicht können wir da den Schädel durchquetschen. Probieren wir es mal. Replatten. Oh, es funktioniert sogar. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen. Du musst etwas für das Team tun. Ich sehe kein Team. Nur dich, verwelkter Zombie-Mann. Ich versichere dir, dass alles, was du vorhast, nichts im Vergleich zu den Qualen sein wird, die ich... Ich würde deine Methoden bewundern, wenn du sie bei jemand anderem angewendet hättest. Danke, schätze ich. Super. Es war ja einfach. Gibt ja noch Rätsel, die gehen ja noch. Ich habe einen Schädel. Soll ich ihn in den Topf werfen? Ist er platt? Unangenehmerweise ja. Dann ja. Dann mach. Nochmal wiederholen hier. Hey, was hast du? Nächster Halt, Monkey Island. Schrobi? Oh, er schon wieder. Warum bist du nicht im Laderaum? Du bist noch nicht bereit für das Deck. Wo ist dein Mob? Und außerdem... Alter Scheiße. Oh, jetzt gibt's Lack vom Chef. Ich kann das erklären, Sir. Ich schätze, du wirst jetzt der erste Schrubber sein, wie auch immer dein Name lautet. Eine Beförderung. Ich werde sie nicht enttäuschen. Er ist ruiniert, jetzt wo er verschüttet wurde. Beginnt erneut mit der Herstellung des Trankes. Ich werde in meiner Kabine sein und mit meiner Sammlung von fremden Zähnen knirschen. Ist es überhaupt möglich, den Trank nochmal herzustellen? Nein! Beim ersten Mal haben wir die Zutaten gerade so zusammengekratzt. Jetzt ist uns fast alles ausgegangen. Stellen wir den Kessel wieder auf und tun so, als würden wir daran arbeiten. Vielleicht vergisst er es dann irgendwann. Du kennst LeChuck nicht so gut wie ich. Aber das verschafft uns etwas Zeit.
Ist das einer dieser Fälle, in denen du alle Zutaten durch andere ersetzt und es trotzdem funktioniert? Nein, Sie hatten recht. Wir konnten den Zaubertrank nicht noch einmal herstellen. Aber du hast mir doch gesagt, dass man nicht nach Monkey Island kommt, wenn man nicht den Zaubertrank herstellt. Aber wie sich herausstellt, gibt es einen Weg. Wir Geschichtenerzähler nennen das, was jetzt passiert, eine Wendung. Es gab ein wichtiges Teil des Puzzles, das ich noch nicht gesehen hatte. Ich begann damit, mich auf dem Schiff nach Möglichkeiten umzusehen. Hey! Das sieht nach einem dauerhaften Fleck aus. Riecht schlimmer, als es aussieht. Wie läuft's da drin, Murray? Ich weiß nicht, was du jetzt vorhast, aber ich werde dich dafür brennen sehen. Boah, übel. Also, Murray ist, glaube ich, nicht begeistert, dass wir ihn geplättet haben. Oh, wir können jetzt da oben. Das Krähennest ist dort oben. Schöne Aussicht von hier oben. Sicher. Ich schaue mich gerade nach einer anderen Möglichkeit um, nach Monkey Island zu kommen. Nur zu. Das war eben mega entspannt. Hey, Flambé! Schiff ahoi! Es ist Captain Madison. Mach die Kanonen klar. Mach dir keine Sorgen. LeChuck weiß schon, dass sie da draußen sind. Warte, vergiss es. Da ist was los. Sie haben einen Kessel an Deck. Das sieht aus wie eine Zimtstange. Minze? Tintenfischtinte? Hey, Moment mal. Ich kenne das Rezept. Sie sind nicht gekommen, um uns zu versenken. Diese Wiesel fahren nach Monkey Island. Okay. Oh. Sie haben meine Threepwoods Expedition untergraben, um den Preis für sich zu beanspruchen. Du willst diesen Namen auf diesem Schiff nicht laut aussprechen. Vertrau mir. Warum sind Sie nicht glücklicher? Ein gut platzierter Dolchstoß ist ein Grund zum Feiern. Ja, die haben sich irgendwie in der Rolle, ne? Aha! Ihnen fehlt ein Schädel. Ah. Alles, was Sie brauchen, ist ein Schädel. Und schon sind Sie auf dem Weg nach Monkey Island. Was? Tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst. Bereit machen zum Segelsetzen. Sehe ich für dich aus wie ein Quartiermeister? Für mich siehst du ganz sicher nicht aus wie einer. Ich werde mit Iron Rose reden. Das wird großartig. Wenn du meinst, Schrubbi. Ja, meine ich. Nochmal blicken, ja, ne? Sieht aus, als hätten sie ihr Schädelproblem noch nicht gelöst. Gut. Alles klar, dann gehen wir wieder runter. Das ist ja auch blöd, sag ich mal, wenn ich jetzt den Schädel... direkt... Genau, wenn ich den Schädel direkt darüber feuere, ne? Oder? Okay, Murray. Ich brauche nur noch eine Sache von dir. Ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Schießpulver. Natürlich bin ich nicht. Hey, was machst du da? Diese Dinge sind gefährlich. Ich sollte mir lieber zuerst LeChucks Karte besorgen. Okay. Aber ich komme doch da gar nicht rein. Schrubbi, komm her! Du bist neu hier auf meinem Schiff. Ich lerne gern alle Mitglieder meiner Mannschaft kennen. Wie ist dein Name, Schrubbi? Oh. Mike.
Wahnsinnsbart, der Bartlose. Hör zu, ich werde dich einfach Schrubbi nennen. Es ist nicht gut für die Befehlskette, wenn wir zu nett zueinander sind. Fragen? Keine? Gut, ich mag eine Mannschaft, die keine Fragen stellt. Jetzt geh wieder an die Arbeit, bevor ich deine Eingeweide als Köder verwende. Warte! Vergiss das Kiel holen morgen um 4 nicht. Ich betrachte es gern als eine teambildende Maßnahme. Werde ich nicht. Okay, wir müssen... mir fällt gerade ein, wir können auch die Mannschaft rufen, ne? Guck mal. Das heißt, in der Zeit, wo er denn hier oben ist, können wir nach unten. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, immer noch nicht. Hoppla. Okay, wir können die ganze Zeit nur drehen, aber mehr können wir gar nicht machen. Oh, sie hat gar nichts gemacht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas anderes machen. Wir können aber jetzt ja weiter nach links, ne? Von unten. Hier sind wir ja letztes Mal wieder reingeschmissen worden. Das heißt, wir können hier weiter nach links gehen. Der Schiffskombüse trotzen. Ich habe eine Idee, wie wir doch noch nach Monkey Island kommen können. Gut für dich, Schrubbi. Du solltest das dem Chef mitteilen. LeChuck? Natürlich nicht. Ich meine Iron Rose. Richtig. Gute Idee. Darf ich nach dem Pfefferstreuer fragen? Das ist Dämonenpfeffer. Hergestellt aus Dämonenpaprika. Der schärfsten Paprika, die man bekommen kann. Gib ihn unter keinen Umständen auf etwas, das du essen willst. Ich mag scharfes Essen. Nicht so. Brennt auf dem Weg hinein, brennt auf dem Weg hinaus. Ah, das kenne ich. Verbrennungen. Man sagt immer, es brennt immer zweimal. Was hat die Dämonenpfeffer gesagt, bitte? Kann ich mir deinen Dämonenpfeffer ausleihen? Nein. Okay. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon ganz tot sind. Es ist schwer zu sagen, ob sie zum Kochen oder zum Kämpfen sind. Es ist süß, dass du denkst, dass es einen Unterschied gibt. Okay, was komische Geräusch? Es klingt wie Schreie, aber sehr leise. Könnten Nomaden sein, oder? Man sollte meinen, dass es auf einem Schiff die Möglichkeit gibt, das Wasser hin und wieder zu wechseln. Zuerst dachte ich, dass sich dahinter die Toilette befinden muss, aber nein, es ist nur die Speisekammer. Was ist das eigentlich alles für ein Zeug? Oh, Seeigelschalen, Gallengangsextrakt, Zucker, Fangkraut, nichts Ungewöhnliches. Können wir da eigentlich was reinwerfen? Nee, können wir nicht machen. Ein Bild können wir auch nehmen. Weil mal Kekse vielleicht. Nee. Wir haben den platten Schädel. Achso, der ist ja in der Dings. Ja, Kanone. Kann ich dir beim Abwaschen der Teller behilflich sein? Nee, die habe ich schon gemacht. Aha, so wie die aussehen. Heftig.
Der wird mit einem ziemlich stabilen Stück Holz zugehalten. Es wird niemanden draußen halten, aber es könnte etwas drinnen halten. Da muss etwas ziemlich Fieses drin sein. Hey, Putra, was für eine schreckliche Kreatur hältst du hier drin, dass du die Tür zusperren musst? Was? Der Schrank ist leer. Das Brett ist nur da, damit er bei starkem Seegang nicht auffliegt. Oh. Man könnte meinen, du wärst noch nie in einer Kombüse gewesen. Hm. Geil, nicht verlassen, sondern von dem Geruch zurückziehen. Auch das Messer können wir nirgends anwenden, okay. Hm. Dann würde ich sagen, gehen wir wirklich mal raus. Flagori von meinem tollen Plan erzählen. Ich habe eine Idee, wie wir doch noch nach Monkey Island kommen können. Weiß Iron Rose, dass du daran arbeitest, anstatt Dinge zu schrubben, die geschrubbt werden müssen? Iron Rose, noch nicht, Iron aber Rose. Ich, bin auf dem Weg, ich sag's ihr ja noch. Zum Oberdeck. Ich habe eine tolle Idee. Geht es dabei ums Wischen? Nein, es geht darum, einem anderen Schiff nach Monkey Island zu folgen. Seht, Captain Madison ist gerade östlich von uns. Sie brauen den Zaubertrank, um nach Monkey Island zu gelangen. Und? Und ich werde Ihnen helfen, ihn zu Ende zu brauen. Und dann folgen wir Ihnen. Es ist alles vorbereitet. Bereit machen zum Segelsetzen. Nein! Wir wollen nicht einmal nach Monkey Island. Gallet hat uns eine perfekte Ausrede geliefert, das zu umgehen. Und jetzt bist du dabei, es zu vermasseln. Oh. Sperren wir ihn im Laderaum ein. Wow, wartet! Da bin ich überrascht, das zu hören. Was meint ihr damit, nicht nach Monkey Island zu wollen? Was meint ihr damit, dass ihr nicht nach Monkey Island wollt? Das ist keine kryptische Metapher, Schrubbi. Wir meinen, dass wir nicht gehen wollen. Auf dieser Insel gibt es nichts außer dem Geheimnis. Und das Geheimnis lässt sich nicht durch 6 teilen. 7. LeChuck will es nur wegen seiner Besessenheit von dem Milchbubi Guybrush Threepwood. Ich glaube, ihr macht einen Fehler. Lasst uns darüber abstimmen. Die Abstimmung erfolgt bei einem Glockenschlag. Oh. In Ordnung. Es geht um die Frage, ob wir nach Monkey Island fahren sollen. Ich stimme mit Nein. 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 Ei. Die Abstimmung muss einhellig sein, was nicht der Fall ist. Sitzung vertagt. Was bedeutet einhellig? Das bedeutet, dass ich jedes einzelne Mitglied der Mannschaft überzeugen musste, seine Stimme zu ändern. Wow. Ich würde gern über deine Abstimmung zum Thema Monkey Island diskutieren. Ich sage nein. Ich fürchte, nach Monkey Island zu gehen, bringt mir nicht wirklich etwas. Wäre ein Tapetenwechsel nicht schön? Ich habe schon viele Tapeten gesehen. Wie wäre es, wenn es sich für dich lohnen würde? Ich höre. Jo, ich würde da... warte mal. Ich sorge dafür, dass du auf die andere Ra versetzt wirst. Ich übernehme ein... Ich sorge dafür, dass du auf die andere Ra versetzt wirst. Da war ich schon. Ich bevorzuge diese hier. Hm. Ich übernehme deine nächste Schicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist hinter meinem Job her. Nein, danke. Ja. Ich werde dein bester Freund sein. Mein bester Freund wird immer das Meer sein. Oder vielleicht Putra. Woran hättest du Interesse? Oh, ich habe alles, was ich brauche, aber mir ist langweilig. Früher hatten wir ein Unterhaltungsbudget, aber für dieses schicke neue Schiff wurde so viel Kredit aufgenommen, dass es keinen Schnickschnack mehr gibt. Unterhaltung, sagst du? Unterhaltung ist das geil. Ich bin mir sicher, dass mir etwas einfällt. Unterhaltung ist mein zweiter Vorname. Das ist witzig. Ich mag gute Witze. Allerdings halten sie nicht sehr lange. Ja, okay. Was machst du gern in deiner Freizeit? Oh, so ziemlich alles. Ich bin da einfach gestrickt. Korbflechterei. Historische Romane? Ich lese gern.
Aha. Seemannslieder? Nö. Kopfflechterei? Nun, nein. Biografien? Ich lese gern. Meditation? Nö. Holzschuhtanz? Nicht so sehr. Könntest du dir einfach etwas aussuchen? Oh, alles ist in Ordnung. Ja, alles ist in Ordnung. Bowling? Nee. Jodeln? Nö. Tischlerei? Nö. Flohzirkus? Nun, nein. Kiel holen? Nö. Stickerei? Nicht wirklich. Improvisationstheater? Nun, nein. Schiffsmodellbau? Nicht so sehr. Viehzucht? Nicht wirklich. Schnitzen? Nun, nein. Ich werde sehen, was ich finden kann. Wir gucken mal. Irgendwas werden wir schon finden. Was für ein Chaos. Achso, warte mal. Mit dir müssen wir ja auch noch sprechen. Hör mal. Wegen der Reise nach Monkey Island. Dagegen haben wir gestimmt. Genau. Ich will versuchen, dich davon zu überzeugen, deine Meinung zu ändern. Aber wenn schon nicht deine Meinung, dann wenigstens deine Stimme. Viel Glück dabei. Ich bereue es gerade, dich eingestellt zu haben. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun. Win-win. So funktioniert Politik, oder? Ich gebe meine Meinung und mein Urteilsvermögen nicht für Geld oder Gefallen her, Schrubbi. Ich bin nicht käuflich. Ich habe ein moralisches Zentrum. Ich habe auch so eins. Es ist nur etwas klein und liegt an der Seite. Wie ein Nietnagel. Hoffen wir, dass es dir in deiner Karriere als Pirat keine Probleme bereitet. Bis jetzt nicht. Harte Ansage, ne? Sie ist nicht käuflich. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyaler sein. Der, wie ich anmerken möchte, sehr gern dorthin fahren möchte. Ich bin schon lange bei LeChuck. Genau. Am Anfang bewunderte ich wirklich die Art, wie er die Welt sah. Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut? Ich weiß es nicht. Das ist es einfach. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich so inspirierend fand. Das macht es schwer, ihm bei einem persönlichen Abenteuer wie beim Geheimnis von Monkey Island zu folgen. Oh.